Hallo lieber Stier und willkommen zu deiner persönlichen Monatslegung für den Juli 2022. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und so wie immer hoffe ich natürlich auch, dass es dir sehr, sehr gut geht. Danke, dass du auf jeden Fall wieder mit dabei bist. Sehr, sehr schön. Okay, folgendes Tarot-Deck, lieber Stier, siehst du vor dir. Das ist das Gilded Tarot Royal von Ciro Marchetti und die Texte stammen von Barbara Moore. Okay, und die anderen Decks, die ich dann ebenfalls noch für dich verwende, lieber Stier, stelle ich dir dann noch vor, wenn es dann soweit ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt in deine Legung rein. Und was ich jetzt immer zu Beginn noch sage, du kennst das wahrscheinlich schon, es ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Das bedeutet, nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Ne? Das sind wirklich ganz, ganz allgemeine Stierenergien. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass nur ein Teil des Orakels auf dich zutrifft. Aber das wirst du dann sehen, wenn es soweit ist, wenn der Juli dann schon da ist, beziehungsweise wenn er schon so gut wie vorüber ist. Solltest du feststellen, nichts ist stimmig, wenn du das Video jetzt anschaust, entweder lass dich überraschen oder lass ganz einfach los, dann ist es nicht deine Legung. Dieses Orakel könnte jetzt dann also für dich interessant sein, wenn du den Stier im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. So, na, was fällt denn hier raus? Da hast du jetzt, was ist denn jetzt hier rausgefallen? Die Liebenden zeigen sich jetzt hier bei dir. Ich nehme die jetzt erstmal wieder zurück. Ja, die Liebenden, Herzensentscheidungen, ne? Verbindungen, Verbindlichkeiten. Entscheidungen treffen, die einen gut tun. Aber lass mal sehen, was jetzt hier für dich rausfällt, lieber Stier. Was bringt der Monat Juli dem Stier? Was bringt der Monat Juli dem Stier? Was bringt der Monat Juli dem Stier kollektiv? Juli Stier. Noch eine Karte bitte. Okay. So wie immer lege ich jetzt deine Karten ordentlich ins Bild und dann geht es los. So, es muss auch einigermaßen gerade sein. Bei mir muss immer alles gerade und akkurat sein. Okay, so, es geht los, lieber Stier. Ich fange an mit der Karte jetzt hier unten drunter. Da kann man sagen, das ist deine Hauptenergie für den Monat Juli. Das ist die Kernaussage, die große Überschrift für dich im Monat Juli. Und da hast du die Sieben der Stäbe. Bei den Sieben der Stäben geht es ja immer so ein bisschen darum, dass man seinen Standpunkt vertritt. Ne? Also es geht wirklich darum, zu sich selber zu stehen, für sich, für seine Ziele einzustehen und sich gewisse Dinge einfach auch nicht mehr gefallen lassen. Ja? Es geht hier ebenfalls um Grenzen setzen. Ne? Vielleicht auch der ein oder andere Konflikt könnte sich ja zeigen. Ne? Ich meine, die Sieben der Stäbe ist eine der Konfliktkarten. Also kann es wirklich sein, dass du im Juli ja von außen so ein bisschen Gegenwind bekommst, dass du da vielleicht ein bisschen, ja, da gibt es ein bisschen Stress, ein paar Streitereien, so ein kleines bisschen Meinungsverschiedenheiten. Jemand versucht hier auf jeden Fall, dich von irgendwas zu überzeugen, möglicherweise. Jemand möchte dich auf sein eigenes Level halten, soll sich ja bloß nicht weiterentwickeln. Sowas kann ebenfalls sein. Aber wie gesagt, die Sieben der Stäbe, das ist die Abwehr. Da geht es wirklich darum, dass man einfach Gegenwind oder vermeintliche Angriffe schon so mehr oder weniger abwehrt. Ne? Also gewisse Dinge sich einfach nicht gefallen lassen und wirklich zu sich stehen. Was hast du jetzt hier drunter? Da hast du jetzt hier die Sechs der Münzen. Es kann sogar sein, dass es hier, okay, es geht hier mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einigen von euch, das hat etwas mit Fairness zu tun. Fairness und Gleichberechtigung, weil wir haben hier die Sechs der Münzen. Und hier ist, da geht es immer um das Gleichgewicht zwischen Geben und Empfangen. Ne? Und wir sehen hier die Waagschale, die hier gerade ist. Also kann es möglicherweise sein, dass es bei dir um Fairness geht, um Gerechtigkeit, ne, vielleicht sogar auch rechtliche Angelegenheiten. Das kann schon der Fall sein. Da sieht man hier auf jeden Fall schon den Kampf diesbezüglich. Das Ganze kann etwas zu tun haben mit der Familie. Ne, dann haben wir jetzt hier noch den Teufel dabei. Also es kann auch sein, dass hier eine toxische Person hier mit auf jeden Fall eine Rolle spielt, wo du da so ein bisschen Stress mit der hast. Ne? Okay, lass mal sehen. Deine erste Karte, was auch ebenfalls die Einstiegskarte ist für dich im Monat Juli, da hast du folgende Energie. Das sind jetzt hier die Sechs der Kelche. Bei den Sechs der Kelchen geht es immer um, ja, warte, ich zeig's dir mal. Also zum einen steht die Karte natürlich so klassisch für die Vergangenheit, Themen aus der Vergangenheit, ja, die guten alten Zeiten auch so ein bisschen, ne?
Ja, die Sehnsüchte von früher. Ach ja, früher war alles schöner und so ein bisschen dieses Nostalgische, so ein bisschen, ne? Aber die sechste Kelche, da geht es auch ebenfalls um gegenseitige Wertschätzung, ne? Also die beiden sind ja auf jeden Fall zusammen. Die sind noch sehr, sehr jugendlich, die sind sehr, sehr verspielt und da geht es wirklich darum, einfach mal die Dinge aus anderen Augen zu sehen, auch irgendwo. Ja, sich nicht so sehr auf das konzentrieren, was da so blöd ist, ne? Also, sondern wirklich einfach mal die Dinge aus der Perspektive eines Kindes zu betrachten. Und Kinder sind ja wirklich sehr, sehr unbekümmert, die sind sehr gelassen, die sind auch verspielt. Also das habe ich das Gefühl, lieber Stier, dass das im Monat Juli ebenfalls eine Rolle für dich spielen kann, dass du anfängst, was auch immer, um was auch immer es geht. Ich meine, verstehe mich jetzt nicht falsch. Du sollst das Ganze jetzt nicht unbedingt hier leichtfertig hinnehmen, um Gottes Willen. Aber es geht schon irgendwo darum, sei wieder ein bisschen mehr verspielt. Ne? Hab wieder Spaß mit anderen, geh wieder mit anderen ein bisschen mehr raus. Das kann ebenfalls auch, die Karte kann ebenfalls darauf hindeuten, dass du eine Person wieder begegnest, die du vielleicht von früher kennst oder wo du das Gefühl hast, ich kenne den oder die schon ewig. Lass mal weiter gucken. Da hast du jetzt hier die 10 der Schwerter. Irgendetwas scheint ja auf jeden Fall zu Ende zu gehen. Ein Thema, was dich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Das ist das, was ich zum einen wahrnehme, und das hat hier möglicherweise wirklich etwas mit diesem Konflikt zu tun. Ja, da habe ich das Gefühl, dass das Ganze, was möglicherweise schon eine ganze Weile so geht, vielleicht sogar wirklich Monate oder Jahre, habe ich das Gefühl, das geht ab Juli, das geht zu Ende. Ja? Ebenfalls habe ich auch irgendwie das Gefühl, wie gesagt, das ist eine ganz allgemeine Legung, du musst mal gucken, wie es dann für dich hinhaut. Ich kenne dich gerade nicht persönlich und ich schaue hier ein paar Stiere mehr zu. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass hier irgendeine Verbindung, die du schon ewig hast mit jemandem, dass diese zu Ende geht, einfach weil es nicht länger zu dir gehört. Ne? Vielleicht ist es so, dass du jemanden kennst, mit dem du einfach nicht mehr gemeinsam wachsen kannst, der gehört einfach nicht mehr zu dir, weil du dich weiterentwickelst, beziehungsweise du sollst dich jetzt weiterentwickeln. Deswegen kann es sein, dass da die ein oder andere Verbindung für dich einfach nicht mehr stimmig ist. Das gehört dann einfach wahrscheinlich nicht mehr zu dir, weißt du? Ich hatte gerade eben was im Sinn gehabt, lass mich mal bitte ganz kurz überlegen. Ja, eine Verbindung von früher oder eine Wunschpa oder irgendein Wunschpartner vielleicht, den du hast, ne, da habe ich ebenfalls das Gefühl, ja, mit den 10 der Schwerter, da geht auf jeden Fall etwas zu Ende. Lass mal weiter gucken. Da hast du jetzt hier den Buben der Stäbe. Da geht es auf jeden Fall wieder darum, dass man wieder, ja, man ist auf jeden Fall wieder enthusiastisch, man ist sehr, sehr neugierig, man ist bereit, wieder neues Territorium zu betreten, man ist sehr, sehr verspielt ebenso auch, man lässt sich ebenfalls auch wieder auf Abenteuer ein. Es kann ebenso sein, dass hier dieses Angebot auf dich zukommt, in Bezug auf Kreativität, Karriere oder vielleicht sogar auch, wenn es um Abenteuer geht, vielleicht sogar auch sexuelle Abenteuer. Das kann sein, dass so etwas auf dich zukommt, beziehungsweise wenn du jetzt, lieber Stier, irgendwie ein Abenteuer hattest, wie ja, zum Beispiel eine Affäre, dann habe ich das Gefühl, da ist auch das Ende dran. Ne? Also da kann es sein, dass das ebenfalls auch beendet wird, weil das etwas ist, wo, ja, das geht nicht wirklich in die Reife. Das sind wirklich keine reifen Gefühle irgendwo, weißt du? Lass mal weiter gucken. Jetzt hast du hier noch den Hierophant. Ich habe wirklich das Gefühl, und der Hierophant, das ist dieses Langzeit-Dingsbums, weißt du? Das ist so dieses, ja, diese Langzeitbeziehung, Langzeitpartnerschaft, sowohl beruflich als auch jetzt liebestechnisch. Und da habe ich irgendwie schon so das Gefühl, irgendetwas wird hier beendet, weil irgendjemand jetzt so wirklich etwas Langfristiges möchte. Ja, lass mal bitte ganz kurz überlegen. Ja, der Hierophant, eine von drei Schutzkarten auf jeden Fall. Da geht es wirklich auch um das Vertrauen. Es geht um Vertrauen, Gottvertrauen, Spiritualität, ein spiritueller Lehrer. Vielleicht möchtest du dich auch in diesem Sinne oder in diesem Bereich weiterbilden. Vielleicht hast du davor, ein berufliches Projekt irgendwie oder in diesem Bereich irgendetwas zu starten. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da bei einigen von euch. Also falls du vorhast, dich irgendwie selbstständig zu machen oder ein neues kreatives Projekt dein Interesse weckt, dann habe ich, oder im Bereich Spiritualität, dann habe ich da auf jeden Fall Möglichkeiten bei dir. Okay, ich würde sagen, die Karte lege ich jetzt hier erstmal mit dazu. Lieber Stier, was ich jetzt für dich verwende, ist das Numinous Astro Deck. Da lasse ich jetzt ebenfalls noch ein paar Karten für dich rausspringen. Also, was ich hier auf jeden Fall ganz, ganz klar wahrnehme, es geht darum, reifer zu werden. Es geht darum, weiter zu wachsen, weiterzugehen.
Neues zu erkunden. Weißt du? Das kann etwas mit dir persönlich zu tun haben. Das kann etwas mit einer Verbindung zu tun haben. Auf jeden Fall haben wir, auf jeden Fall haben wir hier schon zwei Energien. Sowohl bei den Sechs der Kelchen als auch bei den Pagen der Stäben haben wir Energien, die wirklich schon so für Kinder oder Kindheit so ein bisschen sprechen. Und genau in der Mitte von diesen beiden Karten sind die Zehn der Schwerter, wo ich wirklich das Gefühl habe, hier möchte etwas beendet werden. Entweder wirklich eine Verbindung seit deiner Kindheit oder eine Verbindung, die, wo du einfach nicht mehr mit dieser Person wachsen kannst, weil du dich jetzt wirklich weiterentwickelst. Es kann auch sein, dass man hier jetzt nun wirklich langsam aber sicher herauskommt aus den Kindheitsschuhen. Auch das ist das, was ich hier sehe. Ja, das Ende von irgendwelchen Kindheitsthemen. Auch das ist das, was ich sehe. Oder Verbindungen aus deiner Kindheit. Auch sowas ist jetzt hier mit da. Oh, warte mal. Jetzt sind hier zwei Karten, machen sich gerade bemerkbar. Und da hast du jetzt hier Quadrat mit der Herausforderung und du hast hier Krebs. Es kann sein, dass ein Krebs möglicherweise eine Herausforderung für dich ist. Es kann aber auch sein, dass das Thema Familie, Ahnen sowieso eine Herausforderung für dich darstellt. Das würde auf jeden Fall passen. Ja, es kann sein, dass du vielleicht mit jemandem von deiner Familie, das habe ich ja auch schon angedeutet, dass du hier mit jemandem aus deiner Familie, dass es da irgendwelche Konflikte gibt. Und zwar, wenn es irgendwie um Fairness geht, Gleichberechtigung, wenn es darum geht, jemand anderen etwas zurückzugeben oder ne, all solche Dinge. Sowas nehme ich hier wahr. Also es kann sein, dass hier möglicherweise sogar eine weibliche Person eine Rolle, eine Herausforderung für einige von euch darstellt. Jemanden aus deiner Familie. Allgemein dein Zuhause, dein Familienleben scheint ja auf jeden Fall allgemein bei einigen von euch hier eine, ja, schon eine gewisse Problematik darzustellen. Und da habe ich ebenfalls auch das Gefühl, dass es hier einige Missverständnisse gibt, dass der eine wirklich nur das verstehen möchte, dass der eine wirklich nur das versteht, was er verstehen möchte. Ne? Auch sowas sehe ich hier so ein bisschen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es da irgendjemanden geben könnte, der möchte dich so ein bisschen auf sein Level halten. Er oder sie. Jemand möchte anscheinend nicht oder kann sich schwer damit abfinden, dass du andere Interessen hast, dass du dich weiterentwickeln möchtest. Auch sowas nehme ich hier wahr. Okay, also man sieht das Ganze jetzt hier schon, oder beziehungsweise ich sehe das Ganze jetzt hier wirklich sehr, sehr familienbetont. Das scheint ja wirklich so, wenn es jetzt kein Familienthema ist, dann auf jeden Fall wahrscheinlich mit jemandem, mit dem du zusammenlebst oder jemanden, mit dem du eine feste Verbindung hast oder hattest bis vor kurzem noch. Und irgendwas wird hier beendet, weil ich sehe, dass du dich weiterentwickelst. Mit dem Hierophant hier auf jeden Fall. Einige von euch, ihr habt auch irgendwie einen spirituellen Weg. So ein bisschen. Ne? Mit dem Hierophant auch. Bei einigen von euch habe ich ebenfalls auch das Gefühl, dass jetzt wirklich auch Verbindungen dann geknüpft werden dürfen, mit dem du auf einer Wellenlänge bist, wo du mit dieser Person oder mit diesen Personen, wo es gleiche Interessen gibt auch irgendwo, ja. Aber lass mich jetzt erstmal weiter gucken. Ja, allgemein Konflikte bezüglich Fairness, Gerechtigkeit, Wertschätzung, beziehungsweise gegenseitige Wertschätzung, Rückzahlungen oder in etwas hinein investieren, da habe ich irgendwie schon so ein paar Konflikte. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Stier, die Sieben der Stäbe sagen immer, dass eventuell bei einigen von euch, dass da wirklich auch Neid und Eifersucht mit einer Rolle spielen kann. Weil, wie gesagt, die Person, die wertet diese ganzen Angriffe ab. Also, wo ich wirklich das Gefühl habe, es kann sein, dass du von außen zugeballert wirst mit Kritik. Mit, ja, jetzt haben wir nicht solche Höhenflüge, auch bin ich dir jetzt nicht mehr gut genug. Es kann sein, dass du dir sowas anhören musst. Ja? Oder vielleicht jetzt auch schon, ne? Sei mal bodenständig, zum Beispiel. Ne? Sei mal nicht so naiv, vielleicht auch, ja? Das kann eventuell auch sein. Vielleicht haben einige von euch hier ein Mutterthema. Auch sowas spüre ich hier. Herausforderungen mit der Mutter. Okay, wir gucken weiter. Vielleicht auch Probleme oder Herausforderungen mit der eigenen Weiblichkeit. Auch sowas kann sein. Oder mit Frauen allgemein. Ne?
So, Stier Juli, was bringt der Monat Juli jetzt noch dem Stierkollektiv? Juli Stier. Löwe. Ein Löwe kann ja vielleicht eine Rolle spielen. Vielleicht bist du auch irgendwas mit Löwe, Aszendent Löwe oder so und hast vielleicht Mond im Krebs. Wir gucken weiter. Löwe, Löwe sage ich schon. Stier. Stier, Juli. Was bringt der. Okay. Gut, die unten drunter gucke ich mir jetzt noch nicht an. Wie gesagt, ich muss das Ganze hier erstmal ein bisschen gerade rücken. Bei mir muss immer alles gerade sein. Was ich bei dir auf jeden Fall sehe, unten drunter, haben wir das Haus der Freundschaften, das 11. Haus. Da geht es immer um Gemeinschaften. Ich habe wirklich das Gefühl, dass du neue Leute kennenlernst, weil du dich allgemein auch weiterentwickelst und weiterentwickeln möchtest. Ne? Deswegen kann es wirklich sein, dass du dass da ein Angebot reinkommt. Hey, besuch doch mal die und jene Gruppe und hey, wie wäre es, wenn du dich zu uns gesellst? Ne, sowas kann ja wirklich reinkommen mit dem Pagen der Stäbe. Deswegen, bei dem 11. Haus, es geht um Community, es geht um Gruppen, ne, es geht um Ziele, es geht um die Zukunft irgendwo auch bei dem 11. Haus und Freundschaften. Ja, und es kann sein, dass hier wirklich ein Freund ist, für dich wichtig werden könnte, der Löwe ist, Löwe, Sonne, Mond, Aszendent, vielleicht auch Krebs. Das kann jetzt hier wirklich auch der Fall sein. Ja, auf jeden Fall haben wir hier Gemeinschaften, Freundschaften, ein Löwe. Was haben wir hier? Genau, da haben wir jetzt hier die Gefühle. Und der Mond herrscht über den Krebs. Also nochmal so ein Hinweis darauf, ja, es geht hier um deine Gefühle, es geht um deine Gefühlswelt. Es kann natürlich sein, dass das in deiner Gefühlswelt, in deinen Emotionen, dass es da gewisse Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt. Das kann schon sein, wie zum Beispiel, ja, guck dir mal irgendwas an, guck mal, wo du getriggert bist oder dich getriggert fühlst. Aber auch hier geht es wirklich auch um Gewohnheiten. Es geht um Gewohnheiten, es geht um die Familie. Ja, unten drunter Uranus, okay. Da haben wir jetzt hier Uranus und ich schwöre, ich habe die Karten richtig gemischt, weil, das sage ich jetzt bei Widder, und da war ja vor dir dran, da war auch so die Kombination Uranus und Mond. Und ich schwöre dir, ich habe die Karten richtig gemischt. Weil ansonsten klappt das dann nicht, weißt du? Die müssen bei mir richtig gemischt sein. Und interessant ist es jetzt wirklich, dass die beiden Karten jetzt hier auch bei dir wieder gemeinsam rausfallen. Aber egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Was ich bei dir auf jeden Fall sehe, die ein oder andere Überraschung, irgendwas Unerwartetes im Bereich Familie, im Bereich deiner Emotionen könnte sich hier auf jeden Fall zeigen. Ja? Sowas wie, was fühlt sich für dich nicht mehr stimmig an? Was fühlt sich für dich nicht mehr wirklich richtig an? Ja? Ich habe ebenso auch wirklich das Gefühl, lieber Stier, es geht jetzt für dich jetzt auch vermehrt darum, im Monat Juli einfach mal zu gucken, was ist für dich stimmig und was stimmt nicht mehr. Es geht ebenfalls auch darum, dass du einfach mal irgendwelche Menschen aussortierst in deinem Umfeld, weil ich habe das hier irgendwo. Ne, dieses Aussortieren von Freunden von früher oder wo du noch jemanden hinterher rennst, wo du von jemanden nicht loskommst. Da habe ich wirklich das Gefühl, da geht es wirklich darum, das auszusortieren. Ebenfalls auch, ja. Gewisse Verwandte können wir nicht aussortieren, aber es geht jetzt eher mehr jetzt hier um Freundschaften. Also da habe ich wirklich das Gefühl, da möchte etwas Altes gehen und etwas Neues möchte hier auf jeden Fall bei dir kommen, lieber Stier. Das kommt jetzt hier ziemlich eindeutig durch bei dir. Okay, lass mal gucken, welches Kartendeck ich als nächstes für dich verwende. Ich verwende jetzt für dich, ich halte es dir in die Kamera. Das ist das Psychic Tarot von John Holland. So, schauen wir mal weiter. Es kann auch sein, dass der ein oder andere Streit sich natürlich zeigt. Ich meine, ja, sowas haben wir im Prinzip auch schon gesehen mit den 7 der Stäben. Aber jetzt allein auch schon durch hier Uranus, weil Uranus, ja, das kommt sehr, sehr überraschend. Da kommt irgendwas Überraschendes, etwas Unerwartetes, ganz, ganz plötzlich, was man nicht hat kommen sehen. Irgendeine Schwierigkeit könnte sich ja zeigen, mit einem Krebs oder mit einem Löwen. Memories of Love, das gibt's nicht, weil das sind hier im traditionellen Tarot, sind das die 6 der Kelche und die hast du hier als erstes. Es geht hier um Erinnerungen, es geht hier um die Vergangenheit bei einigen von euch. Kindheitsthemen, das habe ich bei vielen. Ne, weil Krebs, das ist ein Mutterthema, eventuell bei vielen von euch oder ein Thema, was du hast mit Frauen. Und das ist etwas, was hier gelöst werden darf. Da zeigt sich irgendwas. Irgendwelche Triggerpunkte. Das ein oder andere unangenehme Gefühl könnte sich da zeigen.
Ne? Es kann sogar sein, dass du damit beschäftigt bist oder beziehungsweise, dass du damit wirklich zu kämpfen hast, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Ja, aber ich habe ebenfalls auch das Gefühl, Stier, dass es für dich darum gehen wird, authentisch zu sein und auch mal deine Wahrheit zu sprechen. Und das geht, darum geht es ebenfalls auch bei den sieben der Stäben. Es geht darum, sich zu behaupten. Ja. Was ja sehr interessant ist, das fällt mir jetzt gerade ein. Löwe steht ebenfalls auch für, ja, die Kinder. Auch hier, es kann sein, dass hier, dass du vielleicht Schwierigkeiten mit einem Kind hast, was vielleicht Löwe oder Krebs sein könnte. Kann sein, muss jetzt aber nicht unbedingt. Aber bei vielen von euch habe ich wirklich das Gefühl, Kindheitsthemen oder auch Familienthemen so ein bisschen, ne? Schwierigkeiten innerhalb der Familie. Ja, wir gucken mal weiter. So, was bringt der Monat Juli jetzt noch dem Stierkollektiv? Was bringt der Monat Juli jetzt noch dem Stier? Juli Stier. Was bringt der Monat Juli jetzt noch dem Stier? Eine Karte bitte noch für die Stiere für den Monat Juli. Dankeschön. Okay, ich fange jetzt auch gleich mal mit der Karte an. Ich habe sie ja schon gesehen. Da haben wir jetzt hier Herzschmerz und Verlust. Das ist im traditionellen Tarot sind das die drei der Schwerter. Also hier geht es eindeutig nochmal, ja, schon so ein bisschen um einen gewissen Verlust. Nochmal um Kummer, um Herzschmerz auch auf jeden Fall, ne? Also es kann ja wirklich sein, dass hier eine Trennung stattgefunden hat, dass du eine traurige Nachricht bekommen hast. Und deswegen, das passt nämlich auch auf jeden Fall schon so ein bisschen zu den 10 der Schwertern. Also es kann ja wirklich sein, dass eine Verbindung auseinandergeht, die möglicherweise schon sehr, sehr lange war. Durch die 6 der Kelche und ebenfalls durch den Hierophanten. Hier wird etwas wirklich beendet, was langfristig war, habe ich wirklich bei dir das Gefühl. Und da zeigt sich jetzt nochmal so ein bisschen, ja, das ist ja logisch, ne? Okay, und jetzt hast du hier, das ist jetzt auch noch rausgefallen, das ist Disruption, das ist eine Art Erschütterung bzw. der Zerfall. Und das ist im normalen Tarot der Turm. Und da geht es immer darum, etwas rüttelt und schüttelt so ein bisschen. Es geht darum, mal wach zu werden. Es geht darum, dass man, ja, es geht einfach darum, dass man mal so ordentlich durchgeschüttelt wird, so ein bisschen. Ne? Und das passt ebenfalls auch sehr, sehr gut zum Uranus, wie ich finde. Ne? Und Uranus ist ja, habe ich dir schon gesagt, da geht es wirklich um unverhoffte Dinge, Schock unter Strom stehen, plötzliche Ereignisse, die man hat nicht kommen sehen. Und bei dieser Karte hat man jetzt hier wirklich, das ist sehr, sehr interessant dargestellt, da hat man eventuell wirklich das Gefühl, dass einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird oder wurde. Ne? Und das zeigt sich hier bei dir, dieses Thema. Entweder kommt es noch oder es ist bei dir. Das ist schon passiert. Ne? Das ist auch das, was ich ebenfalls hier so ein bisschen im Gefühl habe, dass da irgendwas bei dir passiert ist oder vielleicht auch wirklich noch passieren wird oder gerade passiert. Das ist wie eine Erschütterung für dich. Ich muss es dir so sagen, wie es ist, lieber Stier. Ne? Also das ist genau das, was ich hier sehe. Die Energie, die du jetzt hier unten drunter hast. Und okay, das ist jetzt hier, das sind die zwei der Kelche und da geht es hier um Verbindlichkeit, eine spirituelle Einheit. Ich habe sowieso, also wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, alte Menschen gehen, neue Menschen kommen. Ja? Natürlich kann das jetzt auch alles darauf hindeuten, dass sich jemand von dir trennt oder du trennst dich von jemandem. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es kommen neue Menschen, Menschen, die zu dir passen. Und ich habe auch irgendwo auch das Gefühl, bei einigen von euch, du musst mal gucken, wie es für dich hinhaut, wie gesagt, dass du dir wirklich sagst, nee, ich kann mit dieser Person nicht länger zusammen sein, zusammenleben, befreundet sein, weil ich habe andere Interessen, ich verändere mich, ich wachse über mich hinaus und so weiter und so fort. Ich wünsche mir ein bisschen was anderes und ne, all solche Dinge. Das ist ebenfalls auch das, was ich hier sehe bei einigen von euch. Ja, wie gesagt, also Stier, bei dir habe ich wirklich das Gefühl, da kommen auf jeden Fall neue Menschen. Das steht für mich fest wie das Amen in der Kirche. Ne? Okay, jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt bin ich am Überlegen. Okay, jetzt verwende ich für dich, das ist das Sacred Forest Orakel von Denise Lin. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das kann auf wenige von euch zutreffen. Wenn du sagst, nö, das stimmt nicht, dann lass es ganz einfach los. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass du gegen etwas Widerstand leistest, was du sowieso nicht ändern kannst. Wie zum Beispiel dieses Ende. Na?
dass du das vielleicht nicht so richtig akzeptierst oder dein Gegenüber mag es nicht so akzeptieren. Auf jeden Fall spüre ich wie eine Art schon Widerstand, ja? Dass man gegen irgendetwas, was man nicht möchte, Widerstand leistet. Was aber sowieso passiert, ja? Okay, Stier. Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, bei einigen von euch, ich will dir wie gesagt keine Angst machen, aber ich muss auch ehrlich sein, weißt du? Es kann wirklich sein, dass plötzlich und unverhofft irgendetwas passiert, was dich hier so ein bisschen traurig stimmt. Ja, das kann passieren. Stier, wir gucken weiter. Was bringt der Monat Juli jetzt noch dem Stier? Warte mal, ich muss mich mal ganz kurz wieder eintunen. So. Juli. Was bringt der Monat Juli? Dankbarkeit und Liebe zeigt sich hier. Das behalte ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Dankbarkeit und Liebe. Okay. Ja, es kann sein, dass du sozusagen jemand Neues hast oder jemand Neues kennenlernen wirst, dass du dafür auf jeden Fall schon so ein Gefühl hast wie, oh mein Gott, ich bin so dankbar für diese Person. Ja, das muss nicht unbedingt in der Liebe sein, das kann auch im freundschaftlichen Bereich sein. So, Juli Stier, was bringt der Monat Juli jetzt noch dem Stier? Juli Stier. Juli Stier. Was bringt der Monat Juli? Ganz klar, Moment, es geht sofort weiter. Ich muss mich nur eben sammeln. Okay. Veränderung. Der Geist der Libelle zeigt sich hier für dich. Es geht hier um Veränderung, lieber Stier. Es wird hier auf jeden Fall etwas verändert werden. Dein Kampf, dieser Konflikt, dieser Schmerz, diese Traurigkeit, da habe ich das Gefühl, das wird sich verändern. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, dass ebenfalls auch irgendwas passieren wird bei dir im Juli oder vielleicht ist es auch schon passiert, damit du etwas veränderst. Ja, wie eine Art unverhofftes Ereignis, ein Schicksalsschlag vielleicht auch, ein drastisches Ereignis. Das dient dir aber, damit du etwas veränderst. Was haben wir hier? Ja, das dient auf jeden Fall deiner Erleuchtung, damit du dir über gewisse Dinge im Klaren wirst, damit du die Dinge so erkennst, wie sie wirklich sind. Auch wenn du eventuell sogar auch so ein bisschen dagegen ankämpfst, gegen das, was du sowieso nicht verändern kannst. Ja, also man hat hier auf jeden Fall schon eine Art Erleuchtung, eine Art Geistesblitz. Dafür steht ebenfalls auch Uranus, weil Uranus sagt ebenfalls auch, ja, Geistesblitze, Durchbrüche, auch schon so ein bisschen, ne? Was auf jeden Fall dafür sorgt, lieber Stier, dass du hier auf jeden Fall etwas veränderst. Ja, also irgendwas kommt da. So, was haben wir jetzt hier unten drunter? Genau, da haben wir jetzt hier das Erdelement, beziehungsweise den Erdgeist. Und hier geht es um Stabilität. Es geht sowohl um innere Stabilität als auch um Stabilität im Außen. Ne, das ist hier anscheinend wirklich ebenfalls auch wieder groß geschrieben bei dir. Ebenso habe ich das Gefühl, eine Situation, die dir wirklich sehr, sehr viel Kummer bereitet hat, erfährt nun auch wieder mehr Stabilität. Ja, ebenfalls habe ich auch bei einigen von euch das Gefühl, dass du etwas veränderst, damit wieder Stabilität einkehrt. Sowohl in deinem Inneren als auch im Außen. Ne, das habe ich ja eben auch schon gesagt. Okay. So, lieber Stier, jetzt verwende ich für dich das letzte Kartendeck und dann lasse ich jetzt noch mal ein paar Karten für dich rausspringen aus den Fortune Cards. Genau, das ist hier so ein dicker Stapel, den werde ich jetzt hier trennen oder beziehungsweise in zwei teilen und dann lasse ich jetzt aus beiden Stapeln Karten für dich rausspringen. Ja, also eindeutig. Warst du oder einige von euch waren viel zu lange an einem Ort, wo du nicht mehr hingehörst, ja? Na, jetzt kommt doch her. Was haben wir jetzt hier? Anerkennung. Es gibt hier auf jeden Fall eine Art Belohnung für etwas, was du geleistet hast. Ja, bei einigen von euch ist es dennoch ein Liebesthema, weil Löwe steht ja ebenfalls auch für Liebhaber, ne? Der Lover sozusagen, dein Lover. Aber auch so für Flirts und Romanzen, ne?
Und da kann es wirklich sein, dass bei einigen von euch, dass diese Verbindung nur wirklich beendet wird oder beziehungsweise das hat schon geendet und du bist darüber immer noch traurig. Das war sehr, sehr drastisch, sehr unverhofft. Ne? Das war wie eine Art Schock. Was ist denn jetzt passiert, um Gottes Willen? Ne? Und da habe ich wirklich bei einigen von euch, dass ihr das noch nicht so richtig zu 100% akzeptiert habt. Ja, aber nichtsdestotrotz sehe ich hier auch wieder Veränderung bei dir, lieber Stier. Und dass auf jeden Fall auch wieder neue Menschen kommen werden. Dass neue Menschen kennenlernen wirst. So, Juli, was bringt der Monat Juli dem Stier? Lass mal sehen, was haben wir hier? Juli Stier. Was bringt der Monat Juli dem Stier? Okay. Da wollt ihr jetzt sowohl diese als auch diese. So, Stier, Juli. Einmal noch. Juli Stier. Alles klar. Na gut, dann ist das so. Ja, du hast hier einige Karten. Mal sehen, was jetzt hier noch alles kommt. So, Stier. Lass dir bitte gesagt sein, dass auch diese Botschaften nicht unbedingt zwingend auf jeden von euch zutreffen müssen. Ja? Oh, meine Güte, ich hätte doch noch gar nicht gefragt. Okay, so, los geht's. Stier, was bringt der Monat Juli noch dem Stier? Lass mal überlegen. Okay, Juli. Und da kommt der Stopp. Okay. Ich fange aber trotzdem jetzt erstmal an mit der Karte jetzt hier unten drunter und da hast du folgende Energie. Das ist der Erfolg. Also, was auch immer bei dir hier los ist oder was auch immer damit zu tun oder womit es auch immer zu tun hat, das werden wir vielleicht sogar gleich sehen. Rechne auf jeden Fall mit Erfolg. Ne? Eine Situation wird auf jeden Fall erfolgreich beendet. Eine Lernaufgabe wird gelöst. Es geht hier um Erfolg, Stier, um das jetzt mal hier so auf den Punkt zu bringen. Ja? So, und hier unten drunter hast du jetzt, das ist der Köder. Es kann sein, dass du vielleicht einen Angelausflug machen möchtest, aber allgemein geht es hier wirklich um Urlaub, Ferien machen, weggehen, ne, einfach mal eine Auszeit. Kann, ja, ich meine, es ist Juli, ne? Also wer fährt da bitte nicht weg? Also kann es wirklich sein, dass hier ein Urlaub eine wichtige Rolle spielt, ne, dass du in Urlaub fahren möchtest. Ja, okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal eins nach dem anderen hier. Warte mal, ich nehme die jetzt am besten alle und wir machen das jetzt hier wirklich Schritt für Schritt alles. Gucken wir mal. Da hast du jetzt hier die Krone und ja, es geht wieder eine Art um eine Art Krönung. Ehre und Respekt wird auf jeden Fall zu dir kommen. Für irgendetwas wirst du Respekt ernten. Du wirst respektiert werden. Gucken wir mal weiter. Dann hast du jetzt hier den Hund. Hier wirst du möglicherweise beschützt von einem kraftvollen Freund. Ja, es geht um Treue, es geht um Freundschaften. Es geht um Loyalität, es geht um Treue. Ja? Wo ich wirklich auch das Gefühl habe, es gibt hier jemanden, der respektiert dich. Der ehrt dich, beschützt dich, ist wirklich wie ein guter Freund für dich. Und ich habe ja gesagt, ich sehe ja Freundschaften bei euch. Das kann ein Krebs sein, das kann ein Löwe sein, jemand, der Löwe betont ist. Ne? Möglicherweise auch eine ältere Frau, dass du hier zu tun hast mit einer älteren Frau. Da fällt mir jetzt aber irgendwie spontan ein Mutter, weil ich habe ja hier ebenfalls auch ein Mutterthema. Lass mich mal weiter gucken. So, der Schreibtisch. Okay, hier wird ein bisschen, passt ein bisschen auf deine Arbeit, beziehungsweise auf das, passt ein bisschen auf das auf, woran du arbeitest. Ja, pass auf deine Aufgaben auf. Oder widme dich auch deinen Aufgaben. Widme dich Dingen, die erledigt werden müssen. Jetzt haben wir hier den Turm. Okay, es geht hier um eine solide Grundlage, eine solide Basis. Und hier, es geht um Erfolg mit Anstrengung und ebenfalls mit Mühe. Ja, wo ich wirklich das Gefühl habe, ja, es geht um eine feste Grundlage. Wo ich auch wieder darauf zurückkomme, wo du jetzt mal gucken darfst, lieber Stier, was ist für dich, was hat für dich einfach keinen festen Boden mehr? Eine Partnerschaft, ein Job, eine Freundschaft. Ja, was ist für dich? Oder was ist auf einen wackeligen Boden gebaut? Eine Freundschaft, eine Partnerschaft. Was ist nicht mehr wirklich stabil? Wo bröckelt es langsam? Ja? Und das sind möglicherweise sogar auch Familienangelegenheiten. Das Seepferdchen. Familienangelegenheiten zeigen sich hier. Möglicherweise zeigt sich hier auch ja, eine, wie
eine Frau, eine ältere Frau, das kann jetzt deine Mutter sein, deine Großmutter, weibliche Ahnenlinie. Lass mal weiter gucken. Da hast du jetzt hier den Stiefel. Okay, hier wird auf jeden Fall gesagt, erhöhe deine Mühe, also auf Deutsch, streng dich mehr an und du wirst dein Ziel erreichen. In Bezug auf irgendeine Angelegenheit, wenn du Erfolg haben möchtest im beruflichen Bereich oder, ne, dann habe ich das Gefühl, lieber Stier, streng dich mehr an. Mach deine Aufgaben, mach das, was gemacht werden muss und du wirst Respekt ernten. Ja? Okay. Warte mal, das muss ein bisschen weiter rüber, dann passt es hier auch wieder. Genau. Dann hast du jetzt hier die Hand. Und hier geht es auf jeden Fall darum, dass man vielleicht sogar auch mal Hilfe benötigt. Es geht um Beistand und es geht ebenfalls um Führung. Also hier kann es wirklich sein, dass du Hilfe bekommst in Bezug auf in Bezug auf dein Vorhaben, in Bezug auf deine Ziele kann es wirklich sein, dass du Hilfe bekommst von einer älteren Frau. Oder aber, was ich auch wahrnehme bei einigen von euch, dass du so ein bisschen Stress hast mit einer älteren Frau. Auch sowas kann sich zeigen. Ja, dass du dabei vielleicht auch ein bisschen Hilfe benötigst von einem Freund. So, jetzt hast du hier die Klaue. Sei vorsichtig und gehe hier kein Risiko ein. Okay. In Bezug auf eine Angelegenheit sollst du hier kein Risiko eingehen, kein unnötiges Risiko. Ne? So, dann haben wir noch hier das Joch oder der Joch, je nachdem. Es geht ja auf jeden Fall ja, dass man sich da schon so ein bisschen runtergezogen fühlt und da geht es auch schon so ein bisschen um Frust. Ne? Das ist auf jeden Fall das, was sich hier so ein bisschen zeigt. Also wie gesagt, vom Gefühl her glaube ich, freundschaftsmäßig glaube ich wirklich, es sieht gut aus. Wenn nicht, dann habe ich das Gefühl, du lernst neue Leute kennen, Stier. Ja? Allgemein habe ich das Gefühl, wenn es irgendwie darum geht, zusammenzuhalten, da gibt es ein paar Schwierigkeiten. Oder wenn es um Fairness und Gleichberechtigung geht, auch auf Arbeit. Sowas habe ich auch bei einigen von euch. Deswegen darfst du einfach mal prüfen. Ist das Ganze noch zu 100% stimmig für dich? Ja? Okay, lieber Stier, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Juli und sag bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.